gehen, ja. Nee, der fährt, okay. Sorry, bin hier gerade in... Warum steht die Kamera so schipp? Ludwigshafen, ich fahre hier jetzt rein. In die Baustelle, sorry. Die Kamera steht voll schief. Und hole unseren Cutbagger, unseren 336. Der hat die Grätsche gemacht. Der muss rüber nach Frankenthal in die Werkstatt. Ich glaube, das haben wir schon.
wieder da hoch, ohne dass ich irgendwas. Ich habe jetzt knappe 70 Tonnen. Packt das. Ich gebe kein Gas. Alles über die Turbo-Retarder-Kupplung. Wollte ich schon immer mal probieren. Eingeschaltet war. Werkstatt. Ich werde auch jetzt.
bis demnächst. Jo, merci. Franjo sagt mir immer noch nicht so zu. Der alte Kittigen ist da vorne, hä? Sah nicht alt. Ja, ist gut was alt, ja. Bleib stehen. Okay, dann muss ich doch direkt mal hupen. Geh mal da rein. Neues Räubchen. Ist auch irgendwo einer unserer neuen Wagen stehen. 2330. Irgendwo. Egal, ich. Ich schau mal raus, mach die Kette los. Ruhe. So. In Landstuhl geladen. Fahre ich rüber nach Neunkirchen, das sind nur gute 40 Kilometer von hier. Der da, der 566, der geht übrigens auch nach Berlin hoch. Mich gefragt, ob ich den fahren will. Nein. Berlin habe ich schlechte Erfahrungen, aber der steht bescheiden hier. Ne? Mal gucken, ob ich hier rumkomme. Ums Eck. Hier dürfte passen. Gib mir doch einen kleinen Gang. Also ich verstehe das manchmal nicht. Ah.
da ist das Heavy-Fahrprogramm drin und es wird im maximal größten Gang, was hier der sechste Gang ist, will der dann losfahren. Lade. Ich glaube, das habe ich gerade eben gesagt. Egal. Muss ich jetzt zwar, wie gesagt, durchs Wasser durch, aber ja, der Container hier ist ein bisschen im Weg. Da soll ich gleich rum. Komme ich da rum? Genau.
So. Oh, der Akku leer. Mal gleich 15 Uhr. Ich fahre runter nach Ingelheim und ist noch nicht 100% sicher, was ich lade. Entweder lade ich den R938, der dort steht, oder bringe ich den L566, den Radlader, der dort steht, mit nach Hause. Uiuiui. Moin, kann man den noch erkennen? Ich hab's wieder versaubeutelt. Gestern Abend waren wir ja noch in Ingelheim drin, dem Pharmaunternehmen, wo es darum ging, entweder den 938 laden oder halt eben den Radlader. Der Bagger war noch nicht fertig, den hole ich heute irgendwann. Abgeladen, der muss in die Werkstatt, da ist irgendwas am Kühler, läuft die Kühlflüssigkeit, läuft da raus. Auf jeden Fall, ich jetzt hier stand auf dem Waschplatz, ich weiß nicht, ob ich das gestern mal gefilmt hatte, der 936, der den neuen Arm bekommen hat, den habe ich jetzt geladen, aber der geht noch rüber auf die andere Seite. Den lade ich dann ab. Dann fahre ich wieder den Kaiserslautern auf dem Messeplatz. Da steht wieder ein Radbagger, oder da steht unser Radbagger. Einer unserer Radbagger. Der A29. Und der geht dann Kaiserslautern, Vogelweh, bei die Amis rein. Und dann weiß ich es nicht. Lambertheim, der 934 wird fertig. Wie gesagt, Ingelheim, der 938 wird fertig heute. Dann ist irgendwo hinter Heidelberg Geidorf oder Geibach oder so ähnlich heißt das Kaff. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, wo es ist. Da steht der 926 kompakt. Der wird wahrscheinlich fertig heute. Ja, schauen wir mal. Wird ein arbeitsreicher Donnerstag. So, wir nehmen jetzt die Backe. Der Bagger hat 12.830 Betriebsstunden. Läuft noch. Ja, gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier unten kann man die Kamera groß machen. Sorry für das Piepsen. Das hier ist Klima. Hier kann man das Werkzeug einstellen. Das hier sind Hämmer. Anbauverdichter. Ramme. Sortiergreifer. Weil jedes Anbaugerät hat verschiedene Durchflussmengen, was es braucht an Hydrauliköl, Druck und ja, keine Ahnung. Ich bin da nicht so firm drin. So, starten wir den.
wollte ja gerade die Pulaski-Baracken in Kaiserslautern VGW, fahre ich wieder raus, weil ich muss rüber in die Housing. Und musste hier erst rein, musste ich quasi checken lassen. Fährst wieder raus. Fährst wieder einen Kilometer zurück. Und dann ist die Einfahrt in Housing. Wieder in dem Pharma-Unternehmen. Ich weiß gar nicht genau, ob das ein Pharma-Unternehmen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt den 938 geladen. Und der geht jetzt runter nach Lachen-Speyerdorf. Jetzt ist es 20 nach 1. Ich werde bestimmt 3, bis ich da bin.
je. Vorne kippt gerade eine Rinne in die Baustelle. Komm, Fahrstück, fahr die. Danke. Vorne ist die Einfahrt. Guck mal, ob ich die Kamera hingestellt bekomme. Und da sie nicht wieder rumfällt. Ich muss auch die Ausfahrt rein, weil hinten ist gleich die Waage. So, mal gucken. Ich muss mal anmelden. Augenblick.
dem Abladen bin ich dann an dem Tag nach Hause gefahren, hab Feierabend gemacht. Mache auch Schluss mit dieser Folge. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Bis denn. Tschüss.